willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich habe neulich in dem Parkside-Test-Video von den Säbelsägenblättern meinen kalten Tannenbaum auseinandergeschnitten. Da habe ich ja schon angekündigt, dass ich Schwindelfeuer machen wollte. Das machen wir jetzt in diesem Video zusammen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, wie halt hier bei meinen Videos. Wir probieren das einfach gemeinsam aus. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Lasst mich mal gerne ein Like und ein Abo da. Ich kann es gut gebrauchen für weitere coole Projekte auf meinem Kanal. Je mehr ihr die Videos guckt, desto coolere Projekte kann ich realisieren. Dafür brauche ich natürlich auch eure Unterstützung. Also gerne guckt euch das Video an, lasst ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns gleich wieder. Das sind die beiden dicksten Stücke, die ich aus dem Tannenbaum rausgeschnitten habe. Oh, ich bin gegen ein Stativ getreten. Naja, egal. Ich werde die jetzt gleich festmachen. Ich habe mir da eine tolle Spezialkonstruktion einfallen lassen, weil ich keinen Schraubzug habe, der so eine Spannweite hat, dass ich die dicken Klumpen hier einspannen kann. Beziehungsweise ich habe so einen Schraubstock, aber da steht der ganze Schnaps neben und das wäre ja scheiße. Ihr seht jetzt meinen Arbeitstisch, meinen Akkuschrauber. Ich werde euch alles Werkzeug und Hilfsmittel, die ich heute verwenden werde, in der Videobeschreibung verlinken. Ihr seht den Akkuschrauber und darunter eine Holztür. Ich brauche ein Brett und ich werde da jetzt gleich zweimal drei Bohrungen reinmachen. Darauf werde ich dann werde ich da Schrauben reinmachen, mit Schrauben befestigen. Und dann könnte ich immer nicht verrutschen. Anschließend werde ich diese Tür hier an den Tisch festschrauben. Dann kann ich in Ruhe bohren. Bohren, zweiter Gang. So, aber den Staub hier so einigermaßen entfernen. Hier sind die Bohrungen, da werde ich gleich diese Stämme hier drauf befestigen. Ich nehme extra hier der Nachhaltigkeit weniger wegen Schrauben, die ich noch übrig hatte oder noch irgendwo rumliegen hatte. Die Stämme sind jetzt fest befestigt. Jetzt werde ich die alte Holztür hier an den Tisch festschrauben. Nehme ich kleinere Schrauben zu. Ich werde jetzt gleich die erste Bohrung bohren. Ich möchte mich bei meinem Vater bedanken dafür, dass er mir diesen niedlichen Bohrer ausgeliehen hat. Ich wollte mir sowas schon kaufen, bloß ich brauche ihn nicht. Und er hatte sowas leider zum Glück rumliegen. Es ist ein 26 mm Holzspiralbohrer. Richtig mit einer Zentrierspitze vorne drauf. Damit werde ich dann gleich hier eine Bohrung reinmachen und unten auch noch eine. Ich weiß nicht, ob das geht. Das ist eigentlich natürlich für eine Standbohrmaschine. Leider besitze ich sowas nicht. Ich werde das deswegen eine 13 mm vorbohren. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich das erzählt habe und mir das vorstelle. Probieren wir einfach mal. Ich mache das natürlich so gut wie möglich mittig. Es hat ja ausnahmsweise mal was funktioniert. Der Bohrer, den ich gerade benutzt habe, der sollte eigentlich den Schrott, den hat Harry mir gegeben, den ihr aus meinen Schrotttouren kennt. Wird auch bald noch eine neue kommen, vielleicht ist es schon zu diesem Zeitpunkt online, weiß ich nicht. Das hier ist jetzt hier mein neues Arbeitsgerät. Ich weiß nicht, ob das jetzt funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Probieren wir es einfach aus. Ja, das zockt natürlich ganz gut am Akku. Da ist ja nur ein kleiner 2 Ampere-Stunden Akku drin, der ist dann gleich leer. Hatte ich auch vergessen gestern aufzuladen. Aber ich habe ja noch dieses gute Gerät von Arno Tobak. Bosch CSB 550 RE. Da stand doch mal etwas drauf. 1991 jetzt. Das Ding ist gut, ist 30 Jahre alt, funktioniert immer noch. Das werden wir jetzt benutzen für die nächste Bohrung. Ich bedanke mich bei meiner Mutter, dass ich das Ding hier benutzen darf, auch wenn ich nicht gerade gefragt habe. Ich habe hier mein... Wie heißen die Dinger jetzt auch noch? Scheißdreck. Fräsbohrer-Set, nenne ich es einfach mal. Die heißen noch tatsächlich Fräsbohrer.
Ich habe leider keinen 26er da. Ich nehme jetzt hier den 28er und für das andere Ding den 32er. So. Ich kann also im Prinzip bis zu dieser Schaufel hier. Ich sehe das gar nicht. Ich guck mal, wie weit ich rein darf. Ich darf natürlich nicht durchbohren. Also bis es hier schlanker wird, kann ich gut bohren. Ich nehme mir jetzt hier meinen kleinen Aldi-Akkuschrauber. Ich suche immer noch seit Wochen schon das Ladegerät dazu. Keine Ahnung, wo das ist. Ich bohre das jetzt mit 10 mm vor. Nächster Versuch. So, hab das gerade mit 18 vorgebohrt. Ich habe endlich meinen Akkuschrauber aufgeladen. So, hier ist schon mal eine Bohrung drin, ist wahrscheinlich auch der vom Tannenbaumständer. Das heißt, es wird hier ungefähr die Mitte sein. Ich habe jetzt hier auf meinem Akkuschrauber einen 32 mm Flachfräsbohrer, so heißt das Ding übrigens, aufgezogen. Besser doch im ersten Gang. Zweiten nochmal probieren. Kommt auch mehr Span raus, als wie das, die Bohrung tief geht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Der Bohrer ist unbenutzt. Ich weiß nicht, ob der jetzt auch schon stumpf ist oder was weiß ich. Sonst sind die eigentlich gar nicht mal schlecht, diese Flachfräsbohrer von Bosch. Ich nehme doch mal wieder Opas Riesenprängel. Das funktioniert irgendwie besser. Muttis alter Bohrmaschine, bin ich echt enttäuscht, hat zu viel gesagt. Aber ich hätte nicht gedacht, dass sie damit solche Probleme hat. Aber egal, die konnten mir ja noch helfen. Heute ist jetzt ein paar Tage später. Akku ist auf jeden Fall aufgeladen von meinem Akkuschrauber. Ich werde auf jeden Fall noch einen Akku dazu kaufen. Nur 2 Ampere Akkus in der heutigen Zeit einfach gar nichts mehr. Ihr könnt ja mal ein Video davon auf meinem Kanal angucken. Ich werde euch das am Videoende verlinken. Da habe ich den Akkuschrauber neu bekommen, da erzähle ich dann ein bisschen was zu. Und nun wollen wir mal wieder Wachs schmelzen. Das Wachs wird eingeschmolzen, so wie in den Kerzenvideos, die ich vor Weihnachten abgedreht habe und veröffentlicht habe. Machen wir das eben. Ich habe hier noch die Reste aus den alten Kerzen, die alten Dochte. Und dann habe ich noch eine neue Rolle. Die habe ich mir auch damals gekauft. Verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Und nun geht's los, Wachs schmelzen. Ich habe ein paar Kerzenreste von meinem Vater bekommen, von Harry bekommen. Die werde ich jetzt einschmelzen. Ofen auf Vollgas. Stufe 6 von 6. Habe schon öfters mitgearbeitet, darum sieht das Ding so scheiße aus. Aber es macht ja nichts. Ich esse davon ja nicht mehr. Das sind noch die Reste vom letzten Mal. Danke, Papa. Thank you.
wie ihr gerade sehen konntet, habe ich noch den Trichter mit in die Pfanne gestellt. Einfach deswegen, der war unten von Weihnachten noch zu, der sollte rausschmelzen. Ich habe jetzt hier erstmal diese Bohrung zugemacht, die ich gerade reingemacht habe, damit das Wachs einfach nicht rausläuft. Der andere Stab genauso, habe natürlich beide Seiten gemacht. Nur eben nicht angedrückt, fällt mir gerade auf. Dann macht er nicht so, ein bisschen was rausläuft. Einfach deswegen, damit es nicht rausläuft, logischerweise. Da kommen nachher noch Dochte rein, das mache ich aber zuletzt. So sieht das mittlerweile aus. Ich habe noch eine von diesen Kerzen da reingeschmissen. Ich schmilze jetzt auch noch weg. Dann können wir gleich einfüllen. Mir ist so eine tolle Idee gekommen. Ich mache die Löcher, die Bohrung, einfach mit Heißkleber im Zug. Wenn der trocken ist, kann ich den natürlich so abreißen. Vorausgesetzt, er klebt vorher erstmal. Fackelmann. So, erstmal, wer so eine Mütze haben will, der soll sich mit mir in Kontakt setzen. Sei es über Instagram, Twitter oder hier in den Kommentaren. Wir finden schon einen gemeinsamen Weg zueinander. Ja, eine Bestellung habe ich. Je mehr Bestellungen ich habe, desto günstiger ist letztendlich der Preis, den ich für den Stückpreis versenden kann. Für die habe ich jetzt 27,40 € bezahlt. Wenn ich jetzt 10 davon bestelle, habe ich einen Stückpreis von 19 Euro. So, den Preis kann ich dann an euch wiedergeben. Ja, ich wollte euch eben sagen, dass die Seitenlöcher habe ich jetzt auch gestopft, das habe ich nicht gefilmt, weil es das gleiche ist wie bei den großen Löchern. Ja, ich habe eine Bohrung reingemacht, flüssiges Wachs rein, den Docht rein und fertig war es. Ich zeige euch jetzt das Endergebnis. Ihr könnt mir, wie ich schon öfters gesagt habe, gerne bei Instagram und Twitter folgen. @romansgarageyt, so wie es da eingeblendet steht, so wie es auch im Video Ende eingeblendet steht und so wie es in der Videobeschreibung eingeblendet ist. Wenn ihr mir was Gutes tun wollt, schenkt mir was von meiner Amazon-Wunschliste oder spendet mir Geld über PayPal, alles in der Videobeschreibung zu finden. Oder auch hier eingeblendet, wenn ich es nicht vergesse. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich zeige euch jetzt meine beiden Schwedenfeuer. War ein grauenhaftes Projekt, aber gut, nun ist es fertig. Und dann fackele ich die Tage mal ab und dann mache ich ein extra Video von. So Leute, das ist das Endresultat. Nicht sonderlich schön, aber hoffentlich wird sich die Funktion erfüllen. Wenn nicht, jetzt auch scheißegal.